Kann das Team von Kaoberon mal noch ein Stück mehr nach rechts fahren, Richtung Brücke, dass ich ein bisschen Platz habe zu manövrieren? Und so, liebe Zuschauer, versenkt Kobaran einen Panzer. Plumps. So macht man's nicht. Don't drink and dive, ne? Prinzipiell das korrekte Anwinkeln. Bei den meisten Panzern, ihr habt ja unten links diese Übersicht vom Panzer, ne? Bei den meisten Panzern ist es, wenn ihr über die erste oder zweite Ecke von euren Ketten drüber schaut, die optimale Anwinkelung. Bei den meisten ist es das erste Teil. Das heißt, das ist mal im IS-6. Okay, IS-6, schieß mal auf meine Wanne bitte, Disse. Wenn du nachgeladen hast, kannst du gerne nochmal. Soll ich meinen Schaden machen? Wenn du mir aufs Ritzel vorne schießt, dann machst du Schaden im Normalfall. Nee, ist schon gut. Ich schieß auf die Wanne. Okay, Turbo Audi, schieß mal auf mein vorderstes Kettenritzel, das so hoch steht. Oh, die Kette weg. Im Normalfall, da macht man auch sehr häufig Schaden. Das ist nämlich einer der Weak Spots bei den meisten Panzern. Wenn einer angewinkelt steht, könnt ihr versuchen, auf dieses vorderste hochstehende Rädchen zu schießen. Das macht auch beim E-100 zum Beispiel, kommt man da relativ gut durch, auch wenn er mal angewinkelt ist. Und wenn er nicht durchkommt, trefft er im Normalfall immer noch die Kette. So, wir haben noch bestimmt einen T29 oder einen T34 dabei. Ja. Haben wir alles. Auf Frieda 7 ist so ein kleiner Huckel, wo du dich halt anders stellen kannst. Mal ein T29 mir bitte hinterher. Ich fühle mich gerade angesprochen, wenn Ja, ich nicht ja. geblockt werde. Gut, der Line geht. Anderen zwei davon. Anderen können mal nachrücken, um sich's anzugucken. Also hier ist der Hintergrund. Stell dich mal hier an den Hügel ran, dass du so mit der Kanone rechts über zwischen diesen zwei Dingern durchschauen kannst. Zwei Dinger ist ziemlich ungenau, aber ich vermute mal, du meinst es so Diese, rum dieser irgendwie? komische Knick da im Gebirge drin, genau. So oben. Ist zwar jetzt nicht optimal, aber So, ich fahren wir weiß noch ein nicht. Stück zurück. Genau, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch weiter. Kleines Geil. Stück noch. Ja, genau so passt. Geil. Für mich steht The Line jetzt Hull Under. Das bedeutet, er verdeckt seine komplette Wanne unten. Das macht dann Sinn, wenn man einen stark gepanzerten oder stark angewinkelten Turm hat. Aber wenn ich jetzt da irgendwie auf seinen Turm drauf schieße, prall ich ab. Das ist bei den meisten Panzern so. Besonders geeignet ist da auch die IS-Serie, außer der IS-2, weil die Türme meistens am stärksten gepanzert sind. Wenn ihr jetzt bei dem T29 auf dem Turm seht, schaut, der hat neben der Kanone so ein dickes Ding, das ist die Kanonenblende. Da sind sie noch mal extra stark gepanzert, da braucht ihr es gar nicht hinschießen. Bei vielen Panzern, wenn ihr direkt neben die Kanonenblende schießt, kommt er durch. Das ist jetzt beim T29 anders. Aber bei denen der Turm ein bisschen gerader ist, wie zum Beispiel beim Tiger, wenn man dem neben die Kanonenblende schießt, also der Tiger 1, dann kommt man durch. Wie sieht es Ansonsten aus gibt es beim den, R2-D2? generellen Schwachpunkt bei so gut wie allen Panzern, das ist die Okay. Kommandoluke. Das ist dieses rundliche Gebilde da oben drauf. Das sieht man beim KV-4 ganz hervorragend, das hat nämlich mit die Größe, die es gibt. Da kommt man eigentlich immer durch. Major Crash kann. Kannst du mal drauf schießen? Bei mir? Kann ich nicht, bist im eigenen Team. Blockiert bei mir. Dann Turbo Audi. Genau. Da macht man nicht nur Schaden. Aus irgendeinem Grund hast du mir sogar die Kette gezogen, wie immer. Man schießt damit auch den Kommandanten ab. Der Vorteil ist, wenn man den Kommandanten wegschießt, verliert die gesamte Crew Fähigkeiten. Und zusätzlich hilft der Waffenbrüder-Perk nicht mehr. Also wenn der Waffenbrüder drin hat und einer der Besatzung kaputt ist, hilft es den Kommandanten wegzuschießen und dann war es das für den.
So, dann eine Kleinigkeit, die viele nicht wissen. Man kann sich umschauen, ohne den Turm zu drehen. Indem man einfach auf die rechte Maustaste drückt und drauf bleibt, kann man sich umschauen und bewegt den Turm dabei nicht. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man gerade auf dem Rückweg ist oder in sicherer Deckung steht und einen Turm angewinkelt hat. Weil es hilft nämlich auch, nicht nur die Wanne anzuwinkeln, sondern auch den Turm. Major Crash, kannst... Achso, du bist wieder in meinem Team. Turbo Audi, schießt du mir mal auf den Turm drauf? Dem KV4? Ja, aber nicht auf die Kommandoluke, oder? Genau. War trotzdem die Kommandoluke? Achso, nicht auf die Kommandoluke. Ups, nee, nee. Sorry. Nochmal bitte? Ja, noch habe ich ja genug Struktur. Zack, wieder auf. Nein, das war der Turm selber, aber das war nicht genau. Die Waffenblende. Er hat es jetzt genau richtig gemacht, er hat neben die Waffenblende geschossen. Seht ihr das Einschlagloch, oder? Ja. Ja. Da kommt er meistens durch, selbst wenn das Ding angewinkelt ist. Aber prinzipiell ist es immer besser, den Turm angewinkelt zum Gegner zu haben, weil dann haben sie es schwerer, euch direkt in die Kanonenblende zu schießen und man hat trotzdem gerne Abpraller. Meine Frage für zwischendrin, ich sehe jetzt auch, du hast ja zum Beispiel in der Wanne unten ein MG drinnen. Also direkt unterhalb vom Turm. Selbst wenn du angewinkelt bist, kannst du dann nicht auf das MG schießen? Ja, auf die Kommandoluke kannst du immer schießen. Nein, unten in der Wanne. Ja, da kannst du auch drauf schießen, aber prinzipiell würde ich eher empfehlen, auf diesen Sichtschlitz zu schießen. Das haben auch fast alle Panzer. Da seht ihr vorne dieses komische... Selbst bei Anwinkelung? Selbst bei Anwinkelung. Das MG ist teilweise bei manchen Panzern nochmal extra gepanzert. Und die Sichtschlitze sind eigentlich fast immer ungepanzert oder schlecht gepanzert. Wer von euch hat nicht so einen hohen Alpha-Schaden? Wenn nicht, sollen sie auf meine Sehschlitze schießen. Da wurscht. Irgendwer hatte nämlich, glaube ich, von der T-34 müsste gepanzerte Sichtschlitze haben. Nö. Der IS-6 hat das eigentlich recht deutlich, in einer Mitte und am Turm. Bio eigentlich, winkel dich mal kurz ein Stück nach rechts an, bitte. Passt, okay. Nicht, dass ich dir jetzt eventuell noch durchschlage. Okay, bei ihm geht's durch die MG auch durch. P34, also, Standard, Wanne, negativ. Also Wanne nicht vorhanden im Endeffekt. Butter. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht ist hat der ein gepanzertes MG. Also im Prinzip bei der Wanne, alles was raussteht, ist im Normalfall leichter zu durchschlagen. Beim KV4 seht ihr diese komischen Abschlepphaken unten. Das ist ganz gut durchzukommen, wenn er gerade steht. Oder eben oben alles Mögliche. Also so drauf hat, prinzipiell gilt, wenn ihr auf die Wanne schießt, umso näher an den Ketten, umso dünner ist die Platte. Also wenn ihr genug Zeit habt zum Zielen, schießt nicht unten mittig, sondern versucht an die Seite zu schießen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die E-Serie, also E50, E100, da sollte man möglichst in die Mitte schießen, weil da zündet man sie gerne an. Die haben dann nämlich ihr Getriebe drin und das schlägt in Flammen. Ja. Nee, Getriebe ist es tatsächlich. Getriebe? Ich dachte, der Motor hockt vorne immer bei allen Deutschen. Nee, die haben bloß Getriebe und Motor als Insbahn, nicht bei WG. Genau, okay. Weil du kannst ihm hinten den Motor kaputt schießen und vorne das Getriebe. Ah. Was dann gleich ziehen mit einem Motortreffer wäre. Ja. Richtig. So, der Spezialfall IS-3. Wir haben hier einen Hellboy stehen. Out. Soll man rausnehmen? Einen Moment. Also wenn du willst, nimm mal raus. Wenn er dich stört, sag. Ja. Das heißt, der muss versuchen, seinen Panzer möglichst mit weniger als 15 Grad anzuwinkeln. Also ungefähr so, wie ich jetzt zu ihm stehe. Dann hat er die höchste Chance auf Abpraller. Aber leider ist der vorne relativ buttermäßig. Weil wenn man jetzt vor ihm steht und auf diese linke Platte schießt, die da so raussteht, dieses graue Ding, kommt man im Normalfall durch. Egal wie gut er gewinkelt ist. Das heißt, IS-3 möglichst immer versuchen, Hall Ander zu stellen oder hinter irgendeine Deckung zu fahren. Das macht mit der IS-Serie generell Sinn. Zum Beispiel auch mit den Chinesen, mit dem 110, wie ein Mauser fährt. Der hat nämlich auch so einen fiesen Knick vorne drin. Der sollte den auch nicht auf 30 Grad anwinkeln, sondern ein bisschen niedriger. Der Scheinwerfer ist. Oder teilweise kann man sogar frontal mit dem stehen, Richtung Gegner. Beim IS-3? Ja, mit beiden. Ja. Dann kommt mal kurz mit, dann fahren wir mal zu dem Stein dahinter. In der Brücke wieder.
stellt euch einfach mal nebeneinander an der Brücke auf, dass ihr auf den Stein gucken könnt, der da ist. Beim um die Ecke fahren gilt nämlich prinzipiell das Gleiche. Man sollte nie gerade aus der Ecke rauskommen. Und wenn ich jetzt so in euch reinfahren würde, würde ihr mich einfach mit einem Schuss kaputt schießen. Mhm. Beim Damm macht es Sinn, ein bisschen Anlauf zu nehmen, dass man eine schöne Kurve fahren kann. Dass man angewinkelt aus der Ecke rauskommt. Dass die Panzer, die jetzt zum Beispiel an der Brücke stehen, von mir mich eben eher angewinkelt sehen. Mhm. Wie man jetzt arbeiten kann mit der festgestellten Kamera. Wenn man um die Ecke rausfährt, stellt man den Turm von Haus aus schon ein bisschen weiter zurück und drückt auf die rechte Maustaste, dass man, wenn man sobald man rauskommt, direkt auf den Panzer schießen kann. Dass man nicht erst den Turm drehen muss. Wie jetzt gerade die Ketten gezogen habe. Das ist immer prinzipiell relativ praktisch, gerade mit Panzern, die den Turm relativ langsam drehen. Oder bei denen das Einzielen der Kreis relativ weit aufgeht, wenn sie sich bewegen. Dann gibt es da auch einen kleinen Sonderfall. Und zwar sieht man es auch immer wieder bei guten Spielern, dass die quer zu euch rausfahren und wieder zurückfahren. Mhm. Das hat den einfachen Grund, wenn man einen vertikalen Stabilisator hat, der zählt nur, wenn man geradeaus fährt, nicht wenn man dreht. Das bedeutet, die fahren seitlich gerade raus, damit sie trotzdem den maximal eingezielten Kreis haben. Das würde ich aber prinzipiell trotzdem nicht empfehlen, auch wenn man ein guter Spieler ist, weil ihr wisst, da zeigt man alle seine Weakspots zum Gegner. Gut. Darf ich noch einen kleinen Tipp geben, wenn du gerade dabei bist? Na klar. Und zwar, wenn ihr in zweiter Reihe steht und helft irgendwo mit aus und ihr fahrt so aus der Deckung vor, dafür gibt es übrigens diese Gangwahlschalter. Das ist R. Wenn er R nur einmal drückt, dann geht es langsam, zweimal ein bisschen schneller und dreimal ganz schnell. Da hat den Vorteil, dass der Kreis nicht so groß wird. Weil ihr euch hier immer gewundert habt, warum es diese Dinger gibt. Das ist auch Printer nämlich. Aber sprich nur weiter. Genau, und dafür sind die halt da und dann könnt ihr halt aus der Deckung seitlich vorfahren, euer Kreis bleibt klein oder kleiner und dann könnt ihr halt mithelfen. Danach wieder in Deckung fahren zum Nachladen. Dann kann ich gleich noch was vorwegnehmen fürs Heavy Training, das danach kommt. Wenn man sich an der Ecke stellt, macht es prinzipiell meistens Sinn, ein Stück vom Heck rauszustehen zu lassen, anstatt von der Wanne. Und zwar nicht im 30 Grad Winkel, sondern ein bisschen flacher, weil dadurch wird der Gegner dazu animiert, auf euch auf die Wanne zu schießen, aber wird im Normalfall trotzdem abprallen. BioEye, schießt du mir mal aufs Heck, bitte? Moment. Genau, da prallt er im Normalfall ab, weil der Winkel viel zu flach ist. Falls ihr so einen Panzer seht und nicht drumherum fahren könnt, für solche Gelegenheiten bietet sich HE an. Hast du HE dabei, BioEye? Nein, nur Gold. Hast du HE dabei, Disse? Nee, leider nicht. Ich hab HE dabei. Wer HE dabei hat, einer bitte mal neben BioEye fahren und beim KV4 hinten aufs Heck schießen. Warte mal, ich gehe mal aus der Reihe raus, dann kann der meine Position übernehmen. User joined your channel. Ich hab komplett Munition rausgenommen, nur AP bei. Jetzt für das Training. Ja, weil gerade bei sowas macht es nämlich dann Sinn, mit HE zu schießen. Hat jetzt einer HE? Ich ja, hab hier. HE. 13. Genau. Er hat mir zwar jetzt nur die Kette gezogen, aber hat mir zusätzlich Schaden gemacht. Und das würde im Prinzip schon reichen, dass dann andere Panzer mir vorbeifahren können. Weil genau für solche Sachen und zum Finishen von Heavys ist HE super. Alles klar, ich danke dir. Aber wenn man eben das Heck so ein klein bisschen rausstehen hat, dann werden die meisten auf euch schießen, weil sie denken, ui, da steht das Heck raus, schieß mal drauf. Und würde im Normalfall immer abprallen. Auch der Tiger 2, also Turbo Audi, müsste abprallen, wenn er mir aufs Heck schießt. Aus dem Winkel. Mhm. Genau, hast zwar die Kette gezogen, aber nur Schaden gemacht. Dann das leidige Thema. Unping. Gerade im CW oder im Kompanie- oder Teamgefechten macht es Sinn anzupingen. Bei den meisten ist es auf der Taste T oder auf irgendeiner F-Taste. Ich weiß es nicht auswendig welche. Ist es nicht auf Q als Standard oder sowas? Bei mir ist es T. Okay, dann hab ich umgelegt. T. Base. Ich komme aus Battlefield, hab's mir auf Q gelegt. Ja, bei mir ist es auf der dritten Maustaste. Das macht
im Normalfall immer Sinn, weil gerade wenn mehrere Panzer da stehen, die entweder voll sind oder ungefähr gleich viel Strukturpunkte, dass man sie entweder fokussiert rausnimmt oder wenn jemand Arti spielt und anpingt, dass da keiner im Nahkampf geht oder ihm die letzten Strukturpunkte wegnimmt, wenn die Granate von der Arti schon fliegt. Das andere ist der Hilferuf. Das ist, glaube ich, auf F7, bei denen die es nicht auf einer speziellen Dings haben. Das wird in der Kompanie und dem CW gerne benutzt, um anzuzeigen, dass man gespottet wurde, ohne dass man im TS was sagen muss, damit es nicht zu laut wird. Das macht eigentlich das auch immer Sinn, das zu benutzen. Ersten Maustaste, oder? Das habe ich auf der fünften Maustaste. Nicht die erste? Schade. Nee, auf der ersten schieße ich. Wirklich? Wie gesagt, das macht im Normalfall immer Sinn. Hat noch jemand Fragen zu generell Anwinkeln, um Ecken fahren oder sowas? Okay, dann fahrt mal bitte das Team Kaoberon in meine Richtung und das andere Team in die andere und dann hauen wir uns noch 10 Minuten ordentlich auf die Mütze. 10 Minuten? Naja, wenn es so lange dauert schon, dann sind wir doch kürzer. Fangen wir gleich mal mit an. Da könnt ihr auch gleich, wenn ihr wollt, das Anpingen mal üben. Wie weit dürfen wir wegfahren? Oh, ich würde sagen, schon ein paar Meter. Wir fahren jetzt mal den gegnerischen Cap. Das will ich ja verhindern. Die Abstimmung okay, läuft bei uns schon. Mal Kommando Stopp. Und bei 1.30 fahren wir aufeinander zu und versuchen uns gegenseitig die Lampen auszuknipsen. Du meinst 11.30, oder? Genau. Und los. Und los. Wie gesagt, ihr könnt gerne versuchen anzupingen. Um mal zu gucken, wie gut das funktioniert. Dann laden nochmal Geld durch, wa? Wer zu viel Geld hat, ja. Oh, dass ich es leisten kann, sagen wir mal so. Dekadent. Ja. Wo gibt's denn hier die Wattebällchen? Alte 4. Ja, das ist die ganz schon T34 Halle an, so eine Gemeinheit. Und noch einer. Du hättest es eben nicht verraten dürfen. Immer bin ich als Erster. Ja. Tschüss. Da braucht man auch nicht pingen mehr. Ah, das ist echt geil. Die ganzen Panzer stehen da halt anderen an so einer optimalen fiesen Stelle. Ja, du hast uns die Stelle zugewiesen. Das ist ja echt blöde. Na, das ist doch super zu lieben. Das ist doch optimal. Die ist übrigens auch im Random eine schöne Stelle mit solchen Panzern, wenn der Gegner keine Arti hat. Okay, ich komme immer aus dem Dorf raus und schießen die Leute weg, die da rumstehen. Ja, klar, das geht auch. Musst halt die Flanke frei haben, klar. Turbo Audi, der T29 übrigens ziemlich genau, nur so, kann der schön auf die Lupe schießen. Meine Kanone ist kaputt. Ich gebe jetzt kein Geld dafür aus. Wieso? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Im T34 frontal auf die Plauze zu geben, ist nicht. Doch, auf die. Ja, das musst du aber erstmal treffen. Oder mit HE. Funktioniert auch. Auf der Plauze? Oben auf dem Turm, ja. Machst du oft die Kanone mit kaputt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ist schwierig. Aber du machst nicht viel Schaden zumindest. Mhm. Also, es geht auch darum, mit HE eigentlich eher die Module kaputt zu schießen. Oder die Crew. Boah, drüber. Verdammt.
Die 29 und die T34 liefen sich so schönes Defensiv-Duell nach. Boah, Gemeinheit hier. Leute, nehmt hinten einen raus, ja? Ha? Haben sie! Haben sie! Okay. Ab und jetzt pushen, nochmal alle auf die Blause geben. Stecken wir wenigstens alle einmal noch einen schönen Schaden ein. Auf, der Löwe steht doch schön. Ja, mit dem Arsch zu einem oder wie? Ah ja? Und woher? Wegen mir. Jawonnen! Ja, ich hätte gar nicht Gold schießen müssen, wenn mein Kampf so schlecht ist.